Mischungsverhältnis bedeutet das Verhältnis auf Kraftstoff und Luft, mit dem der Motor betrieben wird. Das muss ja gemischt werden, sonst gibt es keine Verbrennung. Sie haben sicher schon gehört von diesem Verhältnis 1:14,8, aber was bedeutet das? Es bedeutet nichts anderes, als dass wir 1 Kilogramm Benzin mit 14,8 Kilogramm Luft vermischen. Luft wiegt doch nichts, höre ich schon. Selbstverständlich hat Luft auch eine Masse. Nur die Dichte ist wesentlich geringer als bei Flüssigkeiten oder Festkörpern. In Prüfungen wird ganz häufig die Masse mit dem Volumen verwechselt. Das heißt, da wird dann gesagt, 1 Liter Kraftstoff zu 14,8 Liter Luft. Wenn man das vergessen hat, zum Beispiel im Prüfungsstress, man ist unsicher, dann sagt man, halt, stopp, Prüfer, ich muss einen Moment nachdenken. Und man leitet sich das selbst ab von der eigenen Vorstellungskraft. Angenommen, man tendiert dahin und zu sagen, okay, 1 Liter Kraftstoff zu 14,8 Liter Luft. 1 Liter Kraftstoff, kann man sich vorstellen, ist so eine Dose voll. 14,8 Liter Luft wären weniger als ein großer 20 Liter Reservekanister voller Luft. Können Sie sich vorstellen, dass man diese Literdose Kraftstoff in den 15 Liter Luft mischen kann, dass ein gasförmiges Gemisch entsteht? Ich denke, das geht nicht. Und umgekehrt schon gar nicht, 14,8 Liter Kraftstoff in 1 Liter Luft, das gar nicht. Also schmeißen Sie diese Volumen aus Ihrem Kopf, aber behalten Sie diese Eselsbrücke, diese Hilfestellung und prägen Sie sich bitte ein. 1:14,8 bedeutet als Mischungsverhältnis 1 Kilogramm Kraftstoff zu 14,8 Kilogramm Luft. Diese 14,8 Kilogramm Luft nehmen dann nämlich ein Volumen ein, das ungefähr 10 Kubikmeter entspricht. Also wahnsinnig viel. Das Mischungsverhältnis ist natürlich wichtig, um unseren Motor optimal zu betreiben unter Umweltgesichtspunkten. Denken Sie an Euro, ein, zwei, viele. Und um ihn auch verbrauchsoptimiert zu nutzen. Um diese Ansprüche zu erreichen, kann ich ihn nicht immer mit dem optimalen Mischungsverhältnis, nämlich 14,8, betreiben, sondern ich muss manchmal ein fettes, manchmal ein mageres Gemisch wählen. Und das sieht dann so aus, wenn ich 1 Kilogramm Benzin zum Beispiel zu 13 Kilogramm Luft mische, dann habe ich ein fettes Gemisch. Es steht ja jetzt viel weniger Luft zur Verfügung. Wenn ich 1 Kilogramm Benzin zu 16 Kilogramm Luft mische, habe ich ein mageres Gemisch. Es steht jetzt ja viel mehr Luft zur Verfügung. Beide Mischungsverhältnisse werden tatsächlich benötigt, um zum Beispiel einen Motor in bestimmten Bereichen möglichst sparsam zu betreiben oder um ein Optimum an Leistung zu bekommen. Um nicht immer mit so vielen Zahlen hantieren zu müssen, wurde die Luftzahl Lambda eingeführt. Lambda ist nichts anderes als ein Verhältnis aus der praktisch angesaugten Luftmasse ins Verhältnis gesetzt zur theoretisch notwendigen Luftmasse. Das waren die 14,8 Kilogramm Luft. Das bedeutet, wenn ich das Optimum an Luft ansauge, nämlich 14,8 Kilogramm Luft ins Verhältnis gesetzt zur theoretisch notwendigen Luftmasse, nämlich auch 14,8 Kilogramm Luft, dann habe ich eine Luftzahl von 1. Wenn ich 16 Kilogramm Luft tatsächlich ansauge, ins Verhältnis gesetzt zur theoretisch notwendigen Luftmasse von 14,8 Kilogramm, dann habe ich eine Zahl in diesem Fall von 1,08 und das bedeutet ein mageres Gemisch. Sauge ich tatsächlich nur 13 Kilogramm Luft an, ins Verhältnis gesetzt zu dem theoretisch notwendigen 14,8 Kilogramm Luft, so habe ich eine Zahl in diesem Fall von 0,88 und das bedeutet ein fettes Gemisch. Einprägen,
Jeder bildet sich selbst seine Eselsbrücken, seine Knoten für Prüfungen. Einprägen, ganz einfach kann man Lambda 1, das ist das optimale Mischungsverhältnis. Es findet eine vollständige Verbrennung statt. Das ist ein stöchiometrisches Verhältnis, für die, die es genau wissen wollen. Ist Lambda größer 1, dann habe ich immer ein mageres Gemisch. Ist Lambda kleiner 1, so habe ich ein fettes Gemisch. Und alle diese Gemische haben ihre Berechtigung. Ich wiederhole nochmal, ein mageres Gemisch für verbrauchsoptimierte Motoren, ein fettes Gemisch für sportliche Motoren, für Beschleunigung, für viel Leistung. Das Mischungsverhältnis hat im fetten und auch im mageren Bereich natürlich Grenzen. Wenn ich ein Gemisch zu sehr anfette, dann erreiche ich bei Lambda 0,5 eine Zündgrenze. Das heißt, wenn ich das Gemisch noch fetter mache, geht der Motor einfach aus. Es wird nicht mehr gezündet. Magere ich das Gemisch ab bis zur Grenze von Lambda 1,3, dann geht der Motor auch aus, weil es findet keine Zündung des Gemisches mehr statt. Nur sogenannte Magermotoren können eine Zündgrenze von bis zu 1,6 Lambda erreichen. Alles, was magerer ist, funktioniert nicht mehr. Alles, was fetter ist, funktioniert nicht mehr. Beide Bereiche aber werden in der Praxis genutzt.